Ja, hallo und herzlich willkommen zur eigentlich fünften, aber dann doch vierten Folge von Space Engineers. Ich habe es mal wieder geschafft, das Spiel zu schrotten, damit auch meine Aufnahme. Und deshalb zeige ich euch mal kurz, was ich eigentlich in der letzten Aufnahme gemacht habe. Und zwar der Verbinder funktioniert jetzt auch wieder, nachdem ich den Server neu gestartet habe. Das funktionierte nämlich immer noch nicht. Und dann habe ich hier die große Fläche schon einmal eingezäunt mit Blöcken, weil ich hier die Basis bauen möchte. Also das wird hier die obere Plattform und dann wird hier ein Gang nach unten oder eine Treppe oder Lift, ich weiß es noch nicht. Und die Basis wird eigentlich darunter gebaut. Und dann habe ich mir hier diese schöne Verlängerung gebaut, wo ich eigentlich dann hier andocken würde mit meinem großen Schiff. Und dann könnte ich hier dieses Schweißgerät dran machen. Und dann kann ich nämlich nicht nur, ja, nach vorne schweißen, sondern auch nach unten, nach oben, nach rechts, nach links, je nachdem, wie ich das Ding gerade drehe. Also ich muss natürlich vorher entscheiden, wie rum ich jetzt gerade schweißen möchte und mein Schiff dementsprechend da unten andocken. Ja, und dann habe ich gerade unten angedockt und dann macht es wieder Pitch und ich war auf dem Desktop und meine Aufnahme, die schon 25 Minuten lief, war natürlich für Popo. Ne? So, die Ressourcen, die ich mit hatte, die sind natürlich auch für Popo. Das heißt, ich darf jetzt hier nochmal neu schweißen, aber ich gucke erstmal, ob er die denn jetzt schon benannt hat oder nicht. Ich hatte die nämlich extra. Ah, hallo. Ich hatte nämlich extra die Merge-Blöcke. M ist da oben. Ja. Verlängerung. Okay, dann ist er wohl da abgestürzt schon. Nicht Knick, sondern wir haben gesagt Merge Block Verlängerung. Und dann nicht Schiff. Das ist das Unvollständige, sondern Werkzeug. Werkzeug. Oh. Okay. Und dann haben die ihre Namen. Jetzt muss ich nochmal gucken, was hier unten fehlte. Wobei, eigentlich möchte ich gar nicht mehr hier anfangen. Wenn der mir jetzt schon wieder abstürzt, dann... Ja. Dann war es das auch mit dieser Aufnahme. Dann mache ich halt noch eine neue. Jetzt hätte ich mir natürlich merken sollen, was ich brauche. Nur einfach mal hier von... 100... von 100. Nein, die brauche ich glaube ich nicht, aber ich brauche große Rohre, glaube ich. Große Rohre. Computerkomponenten schaden auch nicht. Nummer 50. Rohre. Nein. 100. Zwei Herstellungskomponenten. Wo ist denn jetzt, bitteschön? Da sind die großen Rohre. Dann nehmen wir mal nicht ganz so viele mit. So, das hat ja schon damit angefangen. Eigentlich wollte ich ja das ganze Gerät hier färben, und zwar schwarz. Und jetzt müssen wir mal einen Block auswählen. Und das hat schon nicht funktioniert. Und da war mir das Ganze schon ein bisschen suspekt, aber das funktioniert immer noch nicht. Warum kann ich das denn nicht färben? Hallo? Hallo? Kann ich eine andere Farbe nehmen?
Nein, kann ich auch nicht. Warum kann ich das denn nicht färben? Warum funktioniert denn der Knopf nicht mehr? Hier, mein Mausknopf. Ach ja, Moment. Ich hatte... Ich hatte... mein System neu installiert. Und auch neue Maus. Die Maus dann natürlich auch, neue Treiber und so. Und jetzt scheint das noch nicht richtig eingestellt zu sein. Wo haben wir denn hier? Farben. Da. Nee. Farben. Maustastatur. Ist es auch nicht. Werkzeuge, Waffen, da muss es doch sein. Linke, rechte. Ablegen, Waffe wählen. Bin ich jetzt doof, oder? Trägheitsdämpfer, Chatfenster. Ah, Farbe. Da, mittlere. MX. B1? Okay, MXB1. Dann ist das halt MXB1. Dann kann ich ja auch wieder hier färben, ne? Ja, sehr schön. Ja. Das ist gut. Dann machen wir noch schnell den Merch-Block fertig. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Eine Stunde wird es bestimmt nicht dauern. Auf alle Fälle werde ich mal alles ablassen. Also diese Merge-Blöcke, die müssen unbedingt noch überarbeitet werden. So oft, wie ich damit jetzt Probleme hatte mit dem Absturz. So, Schiff aus. Da dran. Zum Schiff machen. Schwarm Hornissen oder so. Ich gucke mir das Ganze jetzt mal in der Außenperspektive an. Ist eigentlich noch genug Platz zum Felsen, also da kann eigentlich nichts passieren. Jetzt habe ich das Ding natürlich noch aus, ich weiß. Und jetzt mache ich das an. Stunde der Wahrheit. Kann ich gleich nochmal alles labern. Wenn das nicht klappt. Oh, wir sind noch da. Alles ist gut. Alles ist grün. Alles ist wunderbar. Das Schiff hat sich nur ein bisschen verzogen. Ja, gut, dann hat das auch wieder geklappt. Mal sehen, wie lange. Ich glaube allerdings, dass ich jetzt ein kleines Problem habe, wenn ich dort andocken möchte. Kann ich das auch eigentlich nur so rum, wie ich jetzt stehe? Ich glaube, da komme ich aber ein bisschen in Konflikt mit den Felsen. Das ist jetzt auch nicht so schön. Ja, erste Möglichkeit, ich mache einfach den Felsen weg.
zweite Möglichkeit. Ich würde die Werkzeuge nach vorne verlegen. Jetzt ist die Frage, was ist einfacher? Wahrscheinlich die Werkzeuge nach vorne zu verlegen. Aber schauen wir erstmal. Wir sind noch kein Schiff, wir sind noch kein Schiff. Wir sind auch noch angedockt. Merchblock Werkzeug. Und Werkzeug aus. Ja, herausgeschmissen. Ja, wir sind noch angedockt. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir angedockt. Angedockt, aber wir können nicht. Warum kann ich? Hallo, lass mich los! Hallo, ich komme hier nicht weg. So, jetzt bin ich ab. Jetzt habe ich nur 5 Megawatt Reaktoren. Aber ich komme hier nicht weg. Ach, ich bin noch blöd. Oh, ein Schiff umwandeln. Ah. Geht doch. So, jetzt muss ich irgendwie die Zahnbürste da dran kriegen. Ich könnte jetzt eigentlich mal versuchen. Das mache ich jetzt auch. Mehr als abstürzen kann er ja nicht. Wenn ich den jetzt seitlich aufnehme. Nur an dem Verbinder. Stöpsel hier. Oh, das wird aber kritisch. Ja, das dachte ich mir. Nicht in der. Na, ja, das ist ja mal voll daneben. Stück noch. Das müsste ich doch eigentlich. Ich bin schon wieder total falsch hier, Mensch. Ah, jetzt. So. Wenn ich das jetzt verankere, bin ich ja eigentlich mit den Schiffssystemen verbunden. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier nicht was beschädigt habe. Angeditscht. Ja. Alles gut. Vielleicht brauche ich ja gar keine Merge-Blöcke mehr und kann das Ganze einfach mit Verbindern machen. Das wäre dann auch einfacher beim An- und Abkoppeln. Und es würde vielleicht auch nicht mehr so oft abstürzen. Aber bevor mir jetzt das Ding um die Ohren fliegt, habe ich das eigentlich noch nie ausprobiert. So. Aber wir machen das jetzt einfach. Merge-Block vom Schweißgerät am Dock. Aus. Das ist natürlich das Problem. Dass das Schweißgerät kein Schiff ist. Und da das kein Schiff ist, kann ich jetzt nicht abheben. Das ist natürlich blöd. Muss ich mir mal schnell ein Cockpit basteln? Das geht schnell. Ich glaube, das geht immer schnell. Interne Panzerung, Herstellungskomponenten, Motoren und Computer. Anzeige brauche ich, glaube ich, nicht so dringend. 100 Computer. Moment. Die 20 hiervon.
20. Oh, noch mehr. Und Motoren 2. Das war das andere Herstellungskomponenten. Ich habe schon wieder vergessen. Nimm einfach mal welche mit. So. Reicht jetzt bis zu den Computern. Nutzt nicht nur die Anzeige draufschrauben. Ich wollte ihn nur lösen. Wenn das funktioniert, dann baue ich die ganze Scheiße eh um. Kommen diese Merge-Blöcke alle weg und dann kommen hier nur noch Verbinder hin und dann wird alles nur noch an den Verbindern angekoppelt. Und abgekoppelt. Das Problem ist natürlich, dass ich mir gerade so... Natürlich brauche ich Anzeigen. Was ich mir gerade so überlege, wenn ich jetzt da schon den Verbinder habe und da den Verbinder, wenn ich jetzt sage Verbinder lösen, dann löse ich wahrscheinlich beide. Was ja erstmal ein bisschen uncool ist. Ausprobieren. Anzeigen man das. Scheiße, jetzt habe ich vorhin die ganzen Anzeigen mitgenommen. Ich könnte kotzen. Als das Spiel abgeschmiert ist. Alle Anzeigen habe ich mitgenommen. Kacke. Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar Ersatzanzeigen. Erstaunlich viel. So, jetzt machen wir das Werkzeug zum Schiff. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze auch funktioniert oder ob das eher in die Hose geht. Nein, doch. 18 Blöcke. Dann machen wir doch mal ein Schiff draus. Ups. So, jetzt können wir Seiten... Bin ich nicht mehr angedockt? Oh, ich glaube nicht, dass das was wird. Das wackelt mir schon zu viel, das ist sehr kritisch. Ich glaube, da muss doch ein Merge-Block dabei sein, sonst haben wir hier gleich einen großen Crash. Ich meine, es hält eigentlich relativ gut. Es dreht sich auch so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. So. Schweißgeräte. Einfach mal an. Jetzt mal gucken, dass wir irgendwie... Ach, da können wir noch 10 Meter runter her. Sind wir hier gerade, aber noch nicht ganz. Ich
Sieht schon mal ganz gut aus. Das Gefühl, ich bin nicht ganz... Ja, das sieht doch okay aus. Dann können wir doch mal versuchen. Ja, da sind wir irgendwo angedutscht. Das lässt sich auf jeden Fall nicht so einfach steuern. Bin ich noch dran? Nee. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn das fest montiert ist, dann funktioniert das auch besser. Deswegen sage ich jetzt einfach mal hier, steht gerade relativ still. Abkoppeln. Relativ still. Ach scheiße, der wird immer noch angezogen. So, jetzt baumelt der hier dran rum. Na super. Hey, hallo. 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 Nein, mein Werkzeug. Mein Werkzeug. Scheiße. Was mach ich denn jetzt hier? Stopp. Nein. Nein! Das war dann ein Schweißgerät. Ich muss das versuchen einzufangen. Wie mache ich das denn am besten? So, wenn er beim nächsten Mal rumkommt, versuche ich den zu schnappen. Ich titsch den mal kurz. Bin ich denn da? Ach, ich bin viel zu weit weg hier. Kurz antitschen. Ja. Ist schon besser, schon besser, schon besser. Komm, fang den Fisch, fang den Fisch. Oh oh. Nein, nein, nein. Das war nicht gut, das war nicht gut. Scheiße doch hier, Mensch. So, jetzt müssen wir das Ding erstmal aufhalten hier. Geht ja gar nicht. Crash! Was macht er denn jetzt hier? Wo fliegt er denn jetzt hin? Fangnetz haben, dann kann ich das wieder auffangen, ja. Na, 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 komm. Weltraumfußball. Ich könnte eigentlich mal den Verbinder wieder anmachen, dann klappt das vielleicht auch. Werkzeug an. Hallo, nicht abhauen. So.
Komm, scheißegal. Hauptsache dran. Mist. Ich war doch schon fast dran. Angel ihn! Müsste vorne noch so einen Fuß dran machen, dann kann ich den wieder zurückholen. Ach, das funktioniert echt nicht gut mit dem. Also mit dem Verbinder, das war ein Versuch und das ist nicht klug. Es funktioniert vielleicht zum Andocken des Schiffes an die Basisstation, aber nicht für diese Werkzeuge. Da kann man das absolut nicht verwenden. Ey, sag mal, bleib doch mal stehen hier, Mensch! Gleichzeitig drehen und schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp. Ah, schnapp ihn. Schnappi, schnippi, schnappi. Kleine Krokodil hier, Mensch. Ah, so ein Mist. Jetzt. Dann schubst ihn wenigstens wieder in die andere Richtung. Ja, genau so. Jetzt rauscht er mir gleich noch in die Solarpanels rein. Ach, komm schon, Mensch, ey. Ich war doch ganz lieb zu dir, ne? Du Arsch. Ja. Ich glaube ja, das wird eher eine Bruchlandung. Und Blötsch. Oh, 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 steht noch, steht noch, steht noch. Steht noch, steht noch, steht noch. Nein, nicht abrutschen. Mache ich hier. Ach, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Also, das hat nicht so funktioniert. Ja, ich bin auch schon am Ende dieser Folge. Dann stürzt das Spiel wenigstens nicht ab. Würde sagen, wir sehen uns jetzt sofort wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Je nachdem, wann ihr das gucken möchtet. Ob ihr es überhaupt gucken möchtet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, bis gleich.